Ganz kurz den Faden verloren. Jetzt aber wieder. Jetzt bin ich wieder dran. Das lasse ich liegen, das nehme ich jetzt nicht mit. Sorry. Oh, 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 oh. Wow, wow. Ganz weich. Der trockene Mord. Ist so gut da oben rüber zu pellen, war. Warte mal, lass mal hier unten rumgehen. Wir gehen richtig. Wir gehen richtig. Ist ein bisschen windig hier oben. Vielleicht solltest du mal was trinken. Gefällt das schon wieder nicht hier. Naja, das Geräuschkulisse ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Viecher kommen, die hören dich dann ja schlechter. Vermute ich jetzt mal. Ah, sie kommen. Sie kommen. Ja. Vitaminbolzen ins Maul. Konzentration jetzt. Nein, nein.
Mach. Oh, ich bin dann gespannt wie ein Bettlaken, Mann. An all dem ist der gestrandete Tod schuld. An den Gaffern, am Fall Amerikas, an allem. Sehr gut. Er hat die Welt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Menschheit drängelte sich wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Aber wir können nirgendwo sonst hin. Dieses Leben hat keine Zukunft. Wenn wir überleben wollen, müssen wir einen anderen Weg finden. Einen Weg, die GDs, den gestrandeten Tod, diesen ganzen Mist zu überwinden. Immer noch mal einen Schluck aus der Neige hier. Urinieren im Freien? Ja. Das geht? Ja. Was? Fracht wird geliefert. Danke. Mit dieser Einheit sollten wir das Verteilerzentrum über das chirale Netzwerk mit Strom versorgen können. Und vielleicht auch andere Orte. Hoffen wir, dass unsere Elektrizität den UCA hilft. Darf ich mal sehen? Unglaublich. Wie hast du das hergeschafft? Kannst du fliegen? Zur Hölle, weißt du? Was eine Motivation, ne? Von denen. Von ihren NPCs. Aber war echt gut. Hast du gut gemacht. Hat mir gefallen. Danke. Hat dir den Titel Fähiger Frachthelfer verliehen.
Rebe weiterhin nach großer Anerkennung. Ja. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung zum chiralen Netzwerk. Bitte schließ uns an. Netzwerkbandbreite ist begrenzt und jede errichtete Konstruktion beansprucht welche. Doch mit einer steigenden Verbindungsstufe erhöht sich auch die dir zur Verfügung stehende Bandbreite. Neuer Strang geknüpft. Sehr schön. Windpark. Das größte Problem der Menschheit, Logistik. Ah ja. Du kannst jetzt TCK verwenden und Generator. Ah, jetzt können wir das Moped aufladen. Jetzt geht das los, Junge. Jetzt können wir das machen. Jetzt geht das los. Wir müssen auch endlich etwas beitragen. Richtig. Ich habe gehört, dass der Rest deines Teams tot ist. Das macht deine Taten noch viel unglaublicher. Du bist eine Ein-Mann-Expedition. Ich hoffe, Amelie geht es so gut wie dir. Ob sie Edgenot City schon erreicht hat? Sie hat uns die Verantwortung für den Windpark übertragen. Ich war bei der Nachhut, Amelie bei der Vorhut. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Eine Nachhut, die taugen eh nix. Das ist so. Wenn du sie siehst, kannst du ihr das ruhig sagen, ja? Sam, hast du eine Sekunde? Ich habe mit deinem Blut experimentiert. Du hattest anscheinend den richtigen Riecher. Nachdem wir in GD-Gebiet eine aerolosierte Probe deines Blutes versprüht haben, ist die Aktivität gesunken. Das ist natürlich kein endgültiges Ergebnis, da wir keine anderen Wiederkehrer für weitere Testläufe haben. Aber es deutet an, dass die Körperflüssigkeiten von Wiederkehrern GDs abwehren. Mama hatte die Idee, diese Theorie mit einer Waffe zu überprüfen. Wer ist Mama? Also, das rall ich noch nicht. Wer ist es? Dann für uns testen? Sam, das ist die perfekte Gelegenheit. Wir haben fast die gesamte Region ins chirale Netzwerk integriert. Fehlt noch Port Nord City. Kehre nach Capital Nord City zurück, um Hilfsgüter für Port Nord. Ich glaube, das war die Präsidentin oder diese ganze KI, die da im Umlauf ist, möchte ich sagen. Eins von beiden. Und noch etwas. Es brechen nur selten Boten zu diesem Windpark auf. Wenn du dort bist, solltest du alle offenen Aufträge annehmen. Warum sollte man mit leeren Händen zurückkommen, wenn es etwas zu tun gibt? So ist es. Das Lieferterminal dort an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Der Leerwege. So, das heißt, Ausrüstung herstellen. Hey, gute Arbeit. Der Windpark, den du ins Netzwerk gebracht hast, ist für unsere Expansion unerlässlich. Als Belohnung habe ich etwas in deinen TCK geladen. Eine Generatorenoption. Generatoren laden die Akkus aller Geräte in der Nähe auf. Mhm. Etwa von Maschinen, Motorrädern und anderen akkubetriebenen Fahrzeugen. Dann misse mein Moped. So, nehme ich. Moment. Das heißt, wir werden uns hier mal ein Dings hinstellen. Ah, guck mal, da ist wurde eine Brücke gebaut. Das ist ja gut. Wir können uns doch hier einfach mal was fürs Moped hinstellen, oder? Nehmen wir das hier hin.
erster Generator. Na, das müssen wir wieder außerhalb tun. Logisch. Das heißt, aus der Range hier raus. So, mal eine Ladestation hingestellt. Sehr gut. So. Wir nehmen denn wirklich einen Auftrag an? Auftrag halt. Einen Auftrag annehmen. Glückwunsch, Sam. Du darfst jetzt offene Aufträge annehmen. Mhm. Sie sind nicht so dringend wie die, die speziell dir zugewiesen werden. Aber gibt XP. Wenn du sowieso in eine bestimmte Richtung unterwegs bist und noch Platz hast, schadet etwas mehr Fracht ja nicht, oder? Aber auch wenn sie für die Mission nicht von Belang sind, können sie für jemand wichtig sein. Ein paar gute Taten schaden nicht, oder? Das würde bedeuten... Das ist eine Anfrage für einen Materialtransport. Wenn du Einrichtungen hilfst, ihre Lager aufzufüllen, hast du Zugriff auf einen größeren Teil ihrer Materialien. Gebt und euch wird gegeben werden. Ja, wie er schön irgendwo abgelesen hat, er das, ne? Wir nehmen den kürzeren Weg. Zack. Auswahl. Auftrag annehmen. Ja. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Auftrag zugewiesen. Dari, rala, ole, ole, ich bin die Amazon-Fee. Es regnet diesmal nicht, das ist doch schön. Genau. Die Amazon-Fee. Oh, jetzt schon wirklich... Oh! Hat wirklich schon eine 55.000, guck mal, 53.593 Likes dafür bekommen. Das ist hart. Das können wir nicht mitnehmen. Lass uns scannen. Ah, guck mal. Mitnehmen. Na, 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 machen Sie ruhig. Können wir ja mal ein bisschen Fracht mitnehmen, ne? Wir können ein bisschen was tragen. Ein bisschen können wir ja tragen. Die Amazon Fee is on the way, richtig, genau. Scheiß auf DHL. Echt? Oh, und jetzt müssen wir nämlich schon wieder aufpassen ein bisschen hier. Und nun reicht aber. Ja, das reicht. Das reicht, Dicke. Das ist schön, wenn du mir da an der Leiter hochgehst, ne?
Der wird jetzt ziemlich stark hier. Ist wieder very windy, very well in der Bettgestell. Ja. Oh, Alter. Man, wer klettert da auch hoch? Mal ganz ehrlich. Ah. Da bis zur Baustelle geht's nur noch bergauf, ne? Ja. Oh, jetzt kommt wieder mal ein bisschen Musik. Ah, das finde ich toll. Eine weitere Fracht mit dem, ja? Na, machen wir nicht. Oh. Ich hab die Fracht verloren. Das gibt's nicht. Das hat mir leid. Der ist leer. Nein. Dass ich die Fracht hätte heilen können. Kann das leer sein? Du hast doch gerade erst bekommen. Das ist leer, das Spray. Verdammt. Verdammt! Egal. Kristalle nehmen wir mit, ne? Das nehmen wir mit. Jo. Na, wir gehen hier hinten rüber. Na? Und wieder maul ich mich. Katastrophe. Sorry. Dann werden wir noch mal nach unten gehen, damit sich das Baby ein bisschen erholen kann, ne? Anstatt Baby. Aber ist auch nicht schlimm. Wir uns auch ein bisschen.
heilen können. Wie auch immer. Akklimatisieren und so, ne? Genau. Mit einem Generator auflädst. Probier's doch mal aus. Waffeneinschränkung aufgehoben. War das Moped? 3D-Drucker. Ja, war das Moped? Klar! Nee? Konstruktion abgeschlossen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts verfügbar. Anzug wird dekontaminiert. Du, wenn du einen Anruf kriegst, weißt du, was das für eine Melodie ist? Ne? Schlafe, mein Baby. Furchtbar, der Klingelton, ne? Furchtbar. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Klingt so, als wäre überrascht. Da, 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 da. Bin gleich zurück, ja? Die Frachthilfe. Naja, Buttonrang, wa? Sorry, dass ich mir so still bin, aber ist halt sehr storybasiert. Duschen? Eine Hightech-Dusche, ey. Art. Aber ich glaube, meine Damen und Herren, das werden wir nicht mehr miterleben. Dass wir solche Duschen erleben. Baby.
Assistent. Ach so, meinst du das? Ach, das meinst du. Din. Ah, guck mal. Schön aus Kacke erstmal Munition herstellen, ne? Sau geil. Das sollte genügen. Schön, dass alles reibungslos funktioniert. Das ist unsere neueste EX-Granate. Darf ich vorstellen, Typ 2. Wie du vielleicht schon vermutet hast, verwendet dieser Typ diverse aus deinen Fäkalien gewonnene Extrakte. Na, klasse. Wir halten es für möglich, dass du aufgrund deines regelmäßigen Kryptobiotenverzehrs bestimmte Verbindungen ausscheidest, die besonders effektiv gegen GDs sein könnten. Wenn wir mehr davon herstellen sollen, musst du uns über die Toilette in deinem privaten Raum nur die benötigten Rohstoffe liefern. Was ist das für eine kranke Kacke, Mann? Hey, ich freue mich auf dein Feedback. Total bescheuert. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Foto gemacht. Ja, ist auch geil. Ach, schön. So, dann könnte ich jetzt noch auch mal durch das Abstrollen auf Deutsch gesagt, ne? 40 Likes bekommen vom Baby, siehst du. Müsste ich ja dann auch wieder was bekommen, oder? Mensch, das ist ja wie bei der Bundeswehr, wenn er abstrollen muss, weißt du? Jo. Drogentest hier. Noch eine unserer neuen EX-Granaten, der Typ 1. Der Name rührt vom darin enthaltenen verdampften Extrakt her, das aus deinem Urin hergestellt wurde. Verglichen mit der ersten Version enthält diese EX-Granate eine höhere Konzentration deiner Körperflüssigkeiten, was sie gegen GDs effektiver machen sollte. Wenn du in deinem privaten Raum die Toilette benutzt, sammeln wir die Ausscheidung und stellen neue Exemplare für dich her. Die Granaten gehen dir also nicht aus. Das ist cool gemacht, ne? Die Animation, also ich finde es cool gemacht. Wirklich. Auf sein Mist gewachsen, auf jeden Fall. Das ist bestimmt so. Könnte ich mir super vorstellen, dass er das so gesagt hat. Da sind die Kapseln drin. Ah, okay. So geil. Ja, wir kippen uns mal noch einen in, ne? So. Ja. Wollt ihr noch einen? Ne? Sag mal, wollt ihr noch einen? Zack. Ah, diesmal schmeißt er die Dose rein. Habe ich vorhin gar nicht mitgekriegt. Hat er sie da auch reingeschmissen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Geht mal so weg, Junge. Ja, vorhin auch. Okay.